So. Dann gehen wir erstmal hier in den Raum. Meine Fresse, ich bin ein bisschen fertig von dem Kampf gerade. Sinnoh ist auch nicht wirklich gerade einfach. Okay, wir müssen da hoch. Aber wir sind wieder am Anfang, oder was? Relativ, ne? Wir sind wieder hier in diesem Raum. War hier nicht irgendwo... eine Mana-Statue? Ich sehe jetzt keine, ne? Jetzt mal sterben. Wir sind schon Level 62. Meine Fresse. Aber Sinnoh war, glaube ich, auch ein bisschen über uns, ne? Wo ist denn hier eine Mana-Statue? Okay, auf der Ebene nicht. Wir gehen... Nee, ich verschwinde hier nochmal. Kann ich hier jetzt durch? Also hier ist noch nicht offen. Auf der anderen Seite auch nicht. Okay, wir müssen hier gar nicht lang. Wir müssen hier lang. Hier ist auch eine goldene Mana-Statue, gut. Meine Fresse, war das ein Krampf, ey. Gegen Sinnoh. So allgemein. Das ganze Spiel, also hier, das ganze Level hier ist ein Krampf. Komm einfach runter! Der schwarze Ritter, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Toll. Scheint ja alles tot zu sein. Ich glaube, der redet gern über Geld, wenn man viel hat. Damit habe ich gerechnet. Damit habe ich wirklich gerechnet. Er hat es überlebt? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Gut, gut. Ich scheine kaum nur Level, weil wir, also bei normalen Gegnern, weil wir einfach so hohe Level haben. Und das für ein Quatsch. Okay, das geht wahrscheinlich anderweitig auf. Gewitter. Nicht gut, dass man so ein bisschen rausgucken kann. Hier, was bist du? Ja, Miklamarus. Das macht auch Flächenschaden der Turbis. Das finde ich gut. Ich finde es cool, dass man hier so rausgucken kann, auch wenn man nur so einen schlecht texturierten Berg sehen kann. Aber finde ich trotzdem cool, dass man so ein bisschen... Okay, jetzt sind wir hier draußen. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Wer ist jetzt hier? Hakipit? Hakipit. Das macht eigentlich auch von der Story gar keinen Sinn, dass wir gegen Monster kämpfen, die wir schon getötet haben. Weg hier. Was ist denn die Schwäche von Wind? Kann man das, was ist die Schwäche von Wind? Wirbelschaden? Nee. Ich mach mal Holz. Holz ist nämlich wahrscheinlich Mond. Oder Erde. Habe ich Erde-Attacken? Soll ich da nochmal? Ich habe Wind und Wasser und Holz. Ich meine, ich kann das einfach hier so nachgucken. Ich meine, hier haben wir ja genug, vielleicht doch wirklich Erde? Ja, Erde ist ihre Schwäche. Dann würde ich auch Erde erstmal einsetzen wollen. Haben wir nicht hier... Ist das nicht geiler? Nee.
Weniger MP. Weniger MP heißt immer, ist schwächer. Das sieht ja gar keine MP ab. Oder vielleicht sind wir einfach zu schnell mit den Angriffen. Ja, ich will weiterhin mit Hawkeye spielen. Und nicht einfach auf Magie zaubern. Aber das könnte... Ich könnte trotzdem ein bisschen mehr Magie zaubern wie Angela. Artifiz ist ja gar kein Problem im Gegensatz zu... was wir vorher hatten, Senua. Also sie macht jetzt hier auch hier sowas Spezielles. Aber ich glaube, das konnte sie vorher auch schon. Ich weiß nicht, was die da hinten machen. Dafür Tanzereien, aber finde ich nicht gut. Ich könnte sich auch mal ein bisschen hier so konzentrieren. Komm. Wieso kämpfen die anderen nicht mehr mit? Haben die keine Lust mehr, oder was? Charlotte, wo bist du? Naja, wenn du den ganzen Kack die ganze Zeit machst, dann verreckst du halt, ne? Weil wir so subtil auf dich einprügeln können. Schön Stiefelkreis machen können. Naja. Senua ist wirklich auf einem ganz anderen Level gewesen, also. Also ich meine jetzt nicht von der Stärke her, sondern einfach... Das ist halt ganz anders. Und da ist heute in der Aufnahme, da geht auch alles schief, ne? Da ist gerade der Akku leer. Von meinem Controller. Und das einzige Kabel, was ich an meinem PC habe, ist, also mein USB-C-Kabel ist nicht am PC selber, sondern ich habe eine 8 TB Festplatte an meinem PC, eine externe. Und da sind USB-Ports dran und da habe ich mein USB-C-Kabel dran gemacht. Ja. Und das ist halt ein bisschen weiter weg, die externe Festplatte. Weshalb ich... Okay, da muss ich hin. Komme ich wahrscheinlich noch nicht rein. Ist halt ein bisschen weiter weg und das Kabel ist ein bisschen sehr... Naja, what? Es wäre gut genug, wenn es am PC drin wäre. An der Vorderseite, aber da es halt so weit weg steht, kann ich nicht so mit dem Controller rumfuchteln, wie ich will. Obwohl, ich fuchtel auch nicht viel mit dem Controller rum, aber ich muss sie wirklich so ein bisschen komisch halten. Ja, genug erzählt, weiterkämpfen, Schwallwurf. Ah ja, und dann ist da noch mein... Ich hoffe, ich habe gerade keine Scheiße gebaut. Da ist da noch mein... Ich habe nicht hingeguckt, weil ich Angst hatte, dass ich an meinem Mischpult was verändert habe, weil das Kabel hing so an Mischpult, an den einzelnen Drehknöpseln. Und ich hatte Angst, dass da irgendwie ich jetzt Scheiße gebaut habe. Aber nein. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Okay, eine goldene Statue. Kann ich hier aufmachen? Nein, kann ich nicht. Aber jetzt wissen wir, wie wir hier hinkommen, weil das haben wir ja ziemlich am Anfang gesehen. Ich muss gleich auch wieder eine Pause machen, eine etwas längere. Vielleicht höre ich auch dann die Aufnahme auf, je nachdem. Finde ich schade, aber ist halt so. In so einer halben Stunde muss ich dann, ja, in einer halben Stunde muss ich dann aufhören. Kommen wir hier jetzt nach Belladonna, oder? Da ist sie. Da ist sie hier. Donna, you're finished. Oh my, you've come pretty far, thief. You managed to defeat all the Benevedons. It seems you really were worthy enough to obtain the Sword of Mana. Imagine my surprise. But your luck ends now.
I will protect his Dark Majesty if it means my life. You see? I would give him anything. Fight me if you dare! Aladana, first you overthrow Nabal. Now you're after the whole world? Why would you go this far? Oh, everything is as my lord wishes. I serve at his pleasure. My life does not matter as long as he is satisfied. So you're saying you'd throw your life away, if that's what he wanted? How very different is it from your precious Nivalan Creed? You noble thieves, steal for the satisfaction of playing savior to those weaker than yourselves. I'll give you that. In the end, we are thieves. Belladonna, you've missed the whole point. Nabal isn't the solution. We're the wake-up call for these people. If someone is searching for fulfillment, they have to find it on their own. If you can't find satisfaction in your life, you can't help others do the same. Ridiculous! Realizing his dream is what fulfills me. If my lord gains control in this realm, I will have true meaning in my life! There's no hope for a pathetic monster like you. And I swore I'd be the one to end this. And I keep my promises. Watch out! Belladonna is building up some sort of strange, evil power! You gotta stop her before it's too late! Darf ich erstmal sagen, dass Belladonna eine Katze ist? Ich wusste nicht, dass sie sich hier so eine halbe Ewigkeit unterhalten. Aber ich wollte einfach mal sagen, Belladonna ist eine Katze. Nur so. Wie weiche ich das denn aus? Und Belladonna ist nicht sehr stark. Die hält halt nichts aus, ne? Wir sind Level 63 und die kriegt trotzdem ganz gut auf die Fresse und wir können immer dagegen heilen. Okay, da halte ich mal kurz hier mit. Ne, warte, wir müssen die kaputt hauen. Ich wollte gerade sagen. Wo ist sie? Also, die war in der Luft irgendwie. Nein, falsch. Hier, mach! Mach doch, meine Güte. Weg hier. Die ist sowieso jetzt tot. Wo ist sie? Ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll. Oh, das ist nicht gut. Charlotte, heil dich bitte. Wenn du meinst, dann heile ich dich. Gut. Das wollte ich nicht. Unnötig jetzt, meine Güte, ey. Ja, die ist jetzt tot. Naja, war ein sehr leichter Kampf. Nick, also Zenoa, das war wieder komplett was anderes, weil das auch einfach ein Clusterfuck war, aber das war hier ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Master! Dark Majesty. Who is this Dark Majesty? This place was once Light Castle. But a prophecy said that the prince of this land would destroy his own kingdom. When an heir was born, the king and queen locked him away in the Dark Palace dungeon. Feared by all, loved by none, the poor boy grew up in the silent, stifling gloom of the dungeon. He knew nothing but evil and despair. The ruler of Mavolia
and Lord of the Underworld saw this corrupted boy and named him his successor. Granted Mavolian powers, the boy became the Dark Majesty and destroyed his country as was foretold. Light Castle was turned into Dark Castle. A fitting place for the creatures of Mavolia to thrive. And yet, his Dark Majesty's heart has still been shuttered closed for a lifetime. All I ever wanted was to open his heart. Just a little. Belladonnas Bedauern hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Was? Entfesselt, gemeinsame Fähigkeit. Belladonna hebt beim Verwenden des Klasseangriffs einen Statuseffekt oder eine Wertsenkung auf. Okay. Ich quere die dunkle Burg. Okay, ich dachte, wir werden einfach hier rausgeportet. Die Dinger habe ich gar nicht gesehen. Sehen hart cool aus. Ich denke mal, wir können nicht den normalen Weg gehen, den wir gekommen sind, ne? Das wäre zu einfach. That was close. In the end, I almost felt sorry for her. Eagle, your death has been avenged. Let's get going. Ach ja, er war ja die ganze Zeit auf Rache aus. Das habe ich ja komplett vergessen. Der Tod von Falk. Also den habe ich nicht komplett vergessen, aber... ich hatte andere Sachen im Kopf, sagen wir es mal so. So, dann gehen wir da hoch und wahrscheinlich können wir jetzt da in dieses... Was ist das für ein Geräusch? Sind das noch die Geräusche von dem Zerfall des Schlosses? Ja, jetzt können wir hier rein auf jeden Fall. Das wollte ich sagen. Das sieht alles sehr komisch an gerade. Ja, ich dachte, die dunkle Majestät wäre tot. Und muss wiedergeboren werden. Komm, mach den Platz einfach. Okay, gut. Aber was Gutes bekommen? Ein Buntsachensaal. Oh. Was ist das denn für eine Tür? Mich pisst das gerade hart an. Oder? Ja. Das ist nicht... Also... Nicht synchron, wie heißt das nochmal? Es ist nicht mittig. Es geht mir hart auf den Sack, die Treppe. Die ist ein bisschen mehr links als in der Mitte. Egal. Was Time? Where are we? It's miasma. Be careful. Okay. Oh. Das ist Falk. Wieso liegt der Falk? Was ist das da für ein Hansel? Was ist denn hier los? Welcome. If you're here, then I assume Belladonna's no more.
No matter. There are more underlings where that worthless pawn came from. Ah, but you three. Yes. You three have proven quite useful. You slayed the Benevenons, imbuing the sword with their true power. If you wish, you may join me. Join you? Are you insane? Are you even human? But I'm not human. With my own two hands, I slayed the King of Mavolia after he granted me power. I am now ruler of the land, for now. Soon I will absorb the Sword of Mana and the power of the Benevedons. I will be stronger than a god. I will be a supreme god. Behold, the birth of a new god. This is the end of the Sword of Mana. No! It's gone! No! What do we do now? There's nothing you can do! Power is flowing into me! What's going on? This light, it's holding me back. It must be coming from the Goddess of Mana in the Sanctuary. She's still alive. This world does not need two all-powerful gods. It's high time I destroyed the Mana Goddess once and for all. This will be the battle to end all battles. I must leave. He's gone. What now? Without the Sword of Mana, how are we going to defeat such a powerful enemy? Don't be ridiculous! You can't give up now! If you do, the world as you know it will be destroyed! Believe! Believe in yourself, Hawkeye! You were chosen by the Mana Sword! It was you who pulled that sword out, and you did it with the strength of your heart, not with the sword's power. You managed to defeat the Benevedons. If you work together, you can triumph over anything! Come on! Let's go save the Goddess and the world! Thanks, Fairy. You're right. You gotta push through and do what we can. We can do this. Let's go to the Sanctuary. Dass er gar nichts zu Falk gesagt hat. Also, war nicht schon komisch. Weil das war Falk, oder? Wir können hier, glaube ich, einfach weg, ne? Ja. Ich fliege jetzt nicht zum Heiligtum von Mana? Warte. Hätte ich ja noch wohin? Nein. Nee, schon gut. Auf der Karte war so ein langer Weg, aber ich glaube, das war nur da, wo Belladonna war. Fand ich auch ein bisschen gemein von ihm, dass er gesagt hat, ist mir doch egal, dass sie tot ist oder sowas in der Richtung. Ich kann ja... We have to go save the Goddess of Mana. Let's help Rhys get her brother back. Was war das letzte? Ich hab da nicht genau hingehört. Ich kann mal kurz gucken. Ich mache ja Screenshots von dem Spiel die ganze Zeit. Ich kann mal kurz in die Screenshots gucken, was da gerade stand.
Ich muss auch nur den richtigen Ordner öffnen. Stand da, da brauche ich nicht jetzt unbedingt das Dingens das Video nochmal laufen lassen. Weil ich habe das gerade nicht mitbekommen, was da stand, von wegen mit Resi. Helfe Resi, ihren Bruder zurückzuholen. Okay, das war das dann nicht Falk, sondern es wäre der Bruder? Wahrscheinlich. Gehen wir wieder ins Spiel rein. Und hier kann man auch nicht landen, ne? Also, wenn wir hier nochmal hin wollten, dann müssten wir. Was ist das hier für eine Stadt? Festung Yard. Ja, komm. Ist so gut wie jede andere Stadt. Gerade. Ich wollte nochmal ein paar Sachensamen einpflanzen. Hier. Und ich werde auch eine Aufnahmepause jetzt kurz machen, weil ich muss, ich kann nicht so lange aufnehmen. Ich glaube nicht, dass ich in dieser kurzen Zeit, in 10 Minuten, das Spiel durch habe. Gambantein. Gambitein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Stab, Milane-Krone haben wir schon, Rätselkeks, Heilkraut, Aroma des Reichtums. Dann die Goldsachensamen, davon haben wir ja ein paar. Machen wir erstmal 10, weil mehr kann man nicht auf einmal. Die Schneespange, Wolfspelz, so viele Aromen, Dunkelonyx, Vitalitätselixier. Ich lese nur die interessanten Sachen vor. 10 bitte. Damit das ein bisschen schneller vorangeht. Dass man nicht alle einpflanzen kann, finde ich doof. Besserserum, Feindesschreck, Wolfsgalea, Stärke-Serum, Zombie-Schleife, da war glaube ich noch ein Feindesschreck. Komm, ich will gerne Stufe 5 haben. Bevor wir die Buntsachensamen einpflanzen. Ich glaube auch Stufe 5 ist Maximum. Aroma des Fleischtums, Gambatelin, Glücksserum, Feines Schreck, Zombie-Schleife, Magie-Elixier, Besser-Serum, Vitalitäts-Elixier. Ja, Stufe 5 Max. Der magische Stoff hat jetzt Stufe 5. Höhere Chance von Gegnern, Samen zu erbeuten, um gute Gegenstände ernten zu können. Okay, auch eine Errungenschaft habe ich bekommen. Gartenbau-Künstler. Ausdauerserum. Vitalitätselixier. Dann machen wir die bunten Sachensamen. Was auch immer die bringen. Eine Schneespange. Milane-Kleid. Zombie-Schleife. Vitalitätselixier. 100 Keks. Und dann hauen wir einfach die hier nochmal rein. Auch wenn die nicht so viel bringen. Mittlerweile Aschenflasche. Flugflasche, ja, ist eigentlich Wurst. Weil ich kann sowieso keine Klasse mehr wechseln. Da kam ja nicht mal eine Animation gerade. Was war das denn? Ich hätte die Fragezeichen-Samen, glaube ich, nicht einpflanzen sollen. Weil wenn es dann noch eine vierte Klasse geben sollte, falls, dann bräuchte ich die vielleicht. Naja. Meine Schreck habe ich schon. Was ist denn das Waldmesser? Das ist nicht so gut. Wolfsgalea, ziehen wir mal an. Wolfspelz habe ich schon. Dann haben wir irgendwie einen neuen Ring. Also nicht für Adlerauge. Dann Batenin. Das ist ganz schön stark. Lamekrone haben wir schon. Schneeschleier ist nicht so geil. Morgenkleid, nein, auch nicht so gut. Die Schneespange. Die, was hier Frostangriffe auf, okay. Ich glaube, ich gebe ihr auch die Schneespange. Zack. Dann die Zombie-Schleife. Dunkel-Onyx.
Okay, der Dunkel auch nichts, weil der Schattenring auch nichts macht. An Spezialfähigkeiten dann nochmal in Ausbildung will ich nochmal reingucken. Wo gehe ich rein? Ich glaube, ich gehe in Ausdauer. Mit ihm. Oder? Ich glaube, ich gehe in Geist. Aktions-MP Ersparnis. Senkt im Kampf die erste Seite der MP, die bei Aktion verbraucht werden, um 30%. Erhöht den Geistgrundwert um 5. Ja, wir brauchen Glückspunkt nicht mehr so. Dann mache ich Aktions-MP-Ersparnis lieber rein. Die anderen müssen auch noch aufgewertet werden. Ich glaube hier dann in Glück, damit wir Gewitter bekommen, Gewitter Plus. Ah ja, und Charlotte muss ja auch noch. Und wo war ich dann rein am Investieren? Verschmort. Chance von 45% beim Ausführen einer starken Angriff Verbrennung zu verursachen. Okay. Ich weiß es nicht, wo ich jetzt noch rein investieren soll. In Stärke, wieso nicht? Mächtig 2 brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe keine Ahnung, was ich da rein investieren sollte. Ich speichere nur. Oder muss ich auch pennen? Come again. Ja, besser wär's. Welcome. Das wollte ich nicht. Egal, dann haben wir halt Nacht. Ist ja sowieso im Heiligtum von meiner Kacke egal. Ich werde aber gleich, wenn ich wieder kann, auf jeden Fall aufnehmen. Weiter aufnehmen hier. Weil ich weiß, dass gleich das Spiel zu Ende ist. Und ich werde auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt eine Pause machen. Obwohl ich weiß, dass gleich hier Ende ist. Und dann später weiter spielen. Nur um das Ende zu spielen. Das macht ja alles keinen Sinn. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss. Bis demnächst. Ich weiß, ein bisschen mies, aber so kurz vorm Ende einfach Feierabend machen. Aber ich hätte hier so oder so gecuttet. Und das nicht hier in diese Folge noch reingepackt, das Ende. Auf jeden Fall sage ich, wenn das das Ende ist und nicht irgendwie es irgendwie noch was danach gibt, was neu ist, weiß ich aber nicht. Aber ich denke mal, das wird dann Ende sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.